Doch zuallererst geht es bei uns um die CDU. Die Partei ist derzeit ordentlich ins Wanken geraten. Erst durch die Turbulenzen der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, jetzt auch noch durch den damit verbundenen Rücktritt der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Darüber sprechen wir gleich noch mit dem Duisburger CDU-Vorsitzenden Thomas Mahlberg. Aber vorher haben wir die Duisburger mal gefragt, welches Bild macht die CDU momentan auf Sie? Ja gut, das war natürlich ein blöder Fauxpas, würde ich mal sagen. Also die haben ja sehenden Auges eigentlich das ein bisschen auch mitprovoziert, die AfD schon mal so in ihre Nähe zu lassen. Wenn das auch ein bisschen pfiffig war von der AfD, ne? Aber man hätte das wahrscheinlich verhindern können, die CDU oder die FDP. Ne? Also glücklich bin ich mit dem Ganzen nicht. Ja, ich war noch nie ein Freund von der CDU, ganz ehrlich. Aber die steigen genauso ab wie die SPD auch, finde ich. Also nicht nur über die CDU. Ich denke, das ist parteiübergreifend, dass die ein sehr diffuses Bild im Moment von sich abgeben. Also das ist so mein Eindruck im Moment. Also da weiß die Linke nicht, was die Rechte macht. Nein, ich hatte vorher schon mein Bild und ich glaube, ich habe noch das gleiche Bild zur CDU. Ich bin sehr enttäuscht von der CDU. Bisher war ich CDU-Wähler, aber ich muss sagen, ich bin ins Wanken geraten nach der Thüringen-Wahl. Es war eigentlich absehbar für mich, dass sie nicht als Kanzlerkandidatin antreten wird. Und ob ich das für gut oder schlecht halten soll, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass da nicht ein noch neoliberalerer Kandidat emporkommt. An für sich schade. Die Frau konnte was. Aber die Wölfe sind ja immer da. Das war schon lange überfällig, dass sie die überhaupt so hoch gekommen, dass sie überhaupt so hoch gekommen ist, dass sie so hoch gelassen haben, das war für mich sowieso ein Rätsel. Wurde Zeit, denke ich mal. Absolut befürworte ich das. Das ist schon lange überfällig. Ganz einfach, weil sie die Fähigkeiten nicht hat, eine CDU zu führen, meiner Meinung nach. Hier den Laschet natürlich, hier unseren NRW-Ministerpräsidenten, kann ich mir vorstellen. Kann mir aber auch natürlich Herrn Merz vorstellen. Der einzige für mich wahre dort ist der Söder. Den Friedrich Merz. Ja, der Mann hat was am Kopf. Ist eine Persönlichkeit und finden einfach toll. Ich würde in jedem Fall Armin Laschet bevorzugen gegenüber dem Merz. Aber man weiß nicht, ob noch neue Kandidaten sich aufstellen lassen. Ich würde sagen, unser Herr Laschet würde ich eher dann favorisieren. Soll ich ihm mal was sagen? Am liebsten wäre mir der Kohl. Ja, aber der ist nicht mehr. Ja, und über die Auswirkungen der Thüringen-Wahl auf Deutschland und auch auf Duisburg wollen wir jetzt weiter sprechen. Bei mir zu Gast ist der CDU-Vorsitzende aus Duisburg. Herzlich willkommen, Thomas Mahlberg. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Herr Mahlberg, die Wahl des FDP-Manns Thomas Kemmerich in Thüringen ist jetzt schon fast eine Woche her. FDP und auch die CDU stehen ja weiterhin in der Kritik. Wie sehen Sie als CDU-Vorsitzender hier in Duisburg die Sache? Ist die Kritik gerechtfertigt? Ja, man lässt sich natürlich nicht von der AfD wählen. Die AfD ist ja besonders radikal, auch in Thüringen, muss man sagen. Aber insgesamt steht die Partei ja nicht für diese Werte, die wir letztendlich vertreten. Also insofern macht man da keine gemeinsame Sache oder lässt sich auch nicht tolerieren oder wählen. Insofern verstehe ich die Kritik, die Aufregung, ich teile sie auch. Man muss allerdings auch sagen, die Linkspartei kommt ein bisschen zu gut weg bei dieser Diskussion, bei dieser Betrachtung. Denn letztendlich hat man ja versucht, ohne Mehrheit einen solchen Wahlprozess anzuschieben und dadurch sind ja die ganzen Probleme auch erwachsen. Wie hätte man die Probleme oder die Lage lösen können? Hätte die CDU für den Linken stimmen müssen oder wie hätte man das auflösen können? Nein, das wäre natürlich nicht gegangen. Also wir haben da eine klare Beschlusslage auch in der Partei. Sicherlich aus unterschiedlichen Motiven arbeiten wir nicht mit der AfD zusammen und lassen sich uns von denen auch nicht tolerieren. Gleiches gilt für die Linke. Wie gesagt, die Motive sind da und die Gründe sind da sehr unterschiedlich. Aber ich habe das Gefühl, also dass da wahrscheinlich im Vorfeld doch noch mehr Gespräche notwendig gewesen wären, um tatsächlich zu einer tragfähigen Mehrheit im Parlament zu kommen. Und dadurch, dass eben diese Wahl sehr früh angeschoben wurde im Parlament, hat eben sich dieser Prozess so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Und im Moment ist ja noch kein Ausweg da. Hätte man also damit rechnen können, dass die AfD so agiert?
Ja, das ist natürlich immer sehr schwierig, das aus der Ferne so zu betrachten. Aber wir wissen natürlich, dass die AfD eigentlich keine Partei ist, die konstruktiv arbeitet, sondern eher destruktiv. Also insofern muss man da natürlich mal mit allem rechnen. Ja, wie ist das jetzt so in der Zukunft? Also hat sich da jetzt irgendwas verändert, auch für Sie hier in Duisburg oder generell in der Bundespolitik? Man muss ja quasi bei jedem Gesetzesentwurf damit rechnen, dass die AfD mit einstimmt. Ja, das kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nicht verhindern. Die AfD sitzt ja auch hier nun in vielen Parlamenten oder sogar in allen Parlamenten. Also insofern lässt sich das sicherlich nicht verhindern, dass an der einen oder anderen Stelle mitgestimmt wird. Aber ich sag mal, eine aktive Rolle darf man der Partei nie zukommen lassen, in welcher Form auch immer. Und ich denke, das ist an allen Demokraten, wie gesagt, da eine klare Abgrenzung auch zu schaffen. Und ja, wie ist es mit der Kritik, die auch die CDU erfahren hat? Ist es eigentlich fair gewesen oder gerechtfertigt, da ja jetzt in Thüringen, aber jetzt auch bundesweit da so ja, in die Mangel genommen worden zu sein? Ja, ich sag mal, die CDU hat das sicherlich nicht verursacht, das ist ganz klar. Also da hat sich ja nun jemand von der FDP zur Wahl gestellt. Und ohne die Kolleginnen und Kollegen in Schutz nehmen zu wollen, das ist natürlich sehr schwierig. Also wenn ich dann tatsächlich zu einer Wahlentscheidung kommen muss, letztendlich hat man sich ja für einen FDP-Mann entschieden. Aber man darf natürlich auch nicht so blauäugig an die Sache herangehen. Ich glaube durchaus, also dass man gesehen hat, also welche Gefahren erwachsen können. Also insofern, die Beurteilung hier von aus der Ferne ist nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, die Situation ist ja auch nicht einfach in Thüringen. Ja, immerhin hat es auch hier in Duisburg letzte Woche eine Demo gegeben. Die war unter anderem auch vor der FDP-Parteizentrale. Ja, da gab es ja, wie gesagt, auch, da haben ja auch dann die Demonstranten eine Verbindung geschaffen, obwohl die FDP selber sagt, sie hat damit gar nichts zu tun. Müssen Sie als CDU jetzt damit rechnen, auch demnächst eine Demo vor der Tür zu haben? Glaube ich nicht. Ich finde das auch nicht so gerechtfertigt. Also da ist ja nun auch relativ zügig klargestellt worden, dass man diesen Prozess so nicht teilt. Und Kemmerich, also der Ministerpräsident, der gerade im Amt war, hat ja dann auch die entsprechenden Konsequenzen gezogen. Und man kann dann, glaube ich, auch nicht alle in Mithaftung nehmen. Also insofern werden ja reflexartig immer gerne solche Veranstaltungen dann auch sofort aus dem Boden gestampft. Aber ich finde, man sollte da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und durchaus auch mal differenziert an die Dinge herangehen. Also insofern, die FDP oder viele Repräsentanten der FDP haben sich da ja auch klar geäußert. Nicht nur der FDP, sondern auch der CDU. Und insofern, wie gesagt, ist da, glaube ich, auch für Klarheit gesorgt worden. Wie es in Duisburg weitergeht, da wollen wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Jetzt ist aber auch die neueste Entwicklung, dass Ihre Bundesvorsitzende, also die der CDU, richtig, ja, Annegret Kramp-Karrenbauer, ihren Rücktritt erklärt hat. Ja, weil sie sich in Thüringen nicht durchsetzen konnte. Sie hat eine klare Empfehlung ausgesprochen, vorher und auch nachher. Ja, ist es zu Recht, dass sie jetzt zurückgetreten ist? Was sagen Sie? Also ich glaube, dass Thüringen sicherlich jetzt nochmal so ein Auslöser war. Der Prozess für Annegret Kramp-Karrenbauer, sie hat das ja auch selber gesagt, also dieser Prozess ist ja gereift, also bis hin zu der Entscheidung, bis zu der Bekanntgabe am gestrigen Tag. Und ich glaube, dass das nicht nur Thüringen war, sondern ich glaube, sie hat gemerkt, also dass doch der Weg seit ihrer Wahl bis zum jetzigen Zeitpunkt ein sehr steiniger für sie war, dass sie ja auch nicht unbedingt in den Augen vieler sehr erfolgreich gewesen ist. Und ich glaube, und da finde ich, hat sie auch großen Respekt verdient. Sie hat dann zu einem recht frühen Zeitpunkt jetzt gesagt, dass für sie die Kanzlerkandidatur ja nicht in Frage kommt. Sie hat deutlich gemacht, das ist auch mit dem Parteivorsitz verbunden. Und sie gibt ja jetzt der Partei auch die Möglichkeit, eben frühzeitig darauf zu reagieren und dann eben in einem vernünftigen Prozess, wie gesagt, dann auch sich vorzubereiten auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Sie sagen es selbst, also es ist ein sehr früher Zeitpunkt. Ja. Ist es jetzt irgendwie aufgeben oder hat Annegret Kramp-Karrenbauer vielleicht nie den Rückhalt bekommen von ihrer Partei, den sie vielleicht gebraucht hätte? Nein, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie keinen Rückhalt bekommen hat. Im Gegenteil, ich bin ja selber auch Delegierter für den Bundesparteitag, den wir Ende letzten Jahres auch wieder gehabt haben. Da ist dann nochmal sehr deutlich geworden, also dass die Partei zusammenstehen will. Man hat ja auch das Vertrauen ausgesprochen. Sie selber hat ja im Prinzip auch sowas wie die Vertrauensfrage gestellt, könnte man sagen, auf diesem Parteitag. Aber sie hat vielleicht auch nicht das nötige Glück gehabt, also in der einen oder anderen Situation. Und Thüringen war jetzt besonders schwierig. Sie selber sagt ja, dass es schwierig ist, auf der einen Seite Parteivorsitzende zu sein, aber nicht Regierungschefin. Angela Merkel ist ja nach wie vor Bundeskanzlerin. Das macht die Sache nicht so einfach. Das ist auch dann sicherlich, was die Frage der Autorität angeht, eine etwas schwierige Situation. Und da haben dann viele Faktoren sicherlich dazu geführt, dass sie selber gesagt hat, also den Prozess kann sie wahrscheinlich aus ihrem Amt heraus schwierig gestalten.
und hat gesagt, also dann lieber der Partei dienen an dieser Stelle und zu sagen, ich steige an der Stelle aus und versuche einen geordneten Übergang hier entsprechend zu schaffen. Und das ist ja jetzt auch in der Partei, das entsprechend so zu regeln. Ja, eine Frage, die erlaubt sein muss, ist ja die Frage nach dem Nachfolger. Da sind ja drei NRW-Männer im Gespräch. Mhm. Also auf jeden Fall für NRW eine starke Stimme. Also Laschet, der Ministerpräsident, Merz und Spahn. Für wen wären Sie? Oh, das kann ich im Moment nicht sagen. Ich glaube, das steht im Moment auch gar nicht an. Sondern die Situation gestern hat uns ja doch in gewisser Weise überrascht. Also zumindest der Zeitpunkt, den fand ich ein bisschen überraschend gestern. Und insofern muss man jetzt mal in Ruhe schauen, also wie man diese Nachfolgefrage auch angeht. Zeiträume sind ja von Annegret Kramp-Karrenbauer auch nochmal genannt worden. Sie sagt ja, sie moderiert den Prozess und stellt sich vor, also auch bis Mitte des Jahres dazu eine Entscheidungsfindung zu kommen. Das finde ich eigentlich sehr vernünftig. Ich finde, dass die Namen, die genannt worden sind, sind sicherlich auch alles Kollegen, die die Qualifikation haben. Von Friedrich Merz, von Jens Spahn wissen wir ja, sie haben sich auch schon um den Vorsitz der Partei bemüht, im Wettbewerb mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Von Armin Laschet hören wir, wie gesagt, dass ihm die Ambitionen zugeschrieben werden, muss man ja sagen. Ich habe ihn selber noch nicht so klar dazu gehört. Und insofern ist mir da nicht bange, also in der Frage. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das jetzt vernünftig, sachlich, ruhig auch klären, dass wir nicht so einen quälenden Prozess haben wie die Kolleginnen und Kollegen der SPD. Und dass wir dann also zu einer vernünftigen Entscheidung kommen. Also ich halte alle für qualifiziert in dieser Frage. Und insofern glaube ich, haben wir da gute Voraussetzungen, also die Partei auch vernünftig aufzustellen. Schauen wir zum Schluss des Gesprächs noch mal kurz auf Duisburg wieder zurück. Kommunalwahlen stehen ja auch im September an. Ja. Welche Auswirkungen hat jetzt dieses ganze Thüringen-Debakel, kann man ja sagen, auch auf Duisburg und die Wahlen? Also ich will da nicht unbedingt sofort einen Zusammenhang herstellen. Natürlich irritiert das immer ein bisschen. Also solche Ereignisse, die werden natürlich auch wahrgenommen, das ist ganz klar. Man macht sich Gedanken dazu. Wir sind aber auch noch relativ weit weg von der Kommunalwahl. Wichtiger ist, glaube ich, dass wir die Partei jetzt entsprechend auch personell gut aufstellen. Und wenn das bis zur Sommerpause oder bis zum Sommer geschehen wird, was ja auch so angedacht ist, kann das einen guten Schub für uns auch nochmal geben. Also insofern bin ich da eigentlich sehr, 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 sehr optimistisch, also dass wir da eine gute Startvoraussetzung auch für die Kommunalwahl haben. Dann schauen wir mal, was die Zukunft da bringt. Ihnen auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch, Thomas Malberg. Vielen herzlichen Dank.